Was geht ab? Ja, Oh, warte, warte, warte. Du kannst ja mal klingeln. soll ich? Ich krieg die Tür nicht zu. Ah, kannst ja mal klingeln. Wie soll klingeln? Du musst ja klingeln. Ding dong. Oh, es hat an der Tür geklingelt. Wer mag das wohl sein? Martin, schön, dass du es einrichten konntest. Wie war die Fahrt? Huch. Wie war die Fahrt? Komm doch rein. Ziemlich holprig. Ja, die Straßen werden noch gemacht. Möchtest du einen Kaffee? Setz Ja. dich mit mir im Kamin. Ja, also ich habe gedacht, wir können heute wieder jagen gehen. Du wolltest mir mal die Elchfarm zeigen, auf der du bist. Manchmal. Selten, ja. Auf Ja, der du hin und wieder arbeitest. können wir machen. Sind die auch in Gehegen, dass die nicht weglaufen können? Nein. Naja, wir können sie ja trotzdem abknallen. Ja, ich habe meinen Kaffee aus. Wollen wir los? Können wir? Fährst. Ich fahre. Ach Nee, nee, du ich hoffe, jetzt fährst. muss nicht ich fahren. Ja, ist dein Auto. Ich bin noch gar nicht versichert. Ich habe nicht mal einen Führerschein. Aber weißt du, was ich jetzt habe? Was an? Nix. Das Geräusch ist so ätzend. Ja, Ich kann nicht fahren. du kannst nicht fahren. Ich kann fahren. Geil. Wie gesagt, wo es lang geht. Ja, das ist, wo hast du eigentlich geparkt? Draußen unten im Wald. Muss ich hier rechts oder links runter? Rechts, 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 rechts. Diese Steuerung mit der Maus nachziehen, wie ich lenke, das macht mich fertig. Und was machen Frau und Kinder so? Alles gut zu Hause? Oh, alles entspannt. Oh, das ist doch schön zu hören, das freut mich. Ich habe gehört, dass der kleine Karl seine erste Ratte erschossen hat. Hier links. Und dann wieder rechts. Ja. Sehr schön. Bin auch stolz auf ihn. Ist nichts mehr übrig geblieben. Ja, hab ich schon gehört. Er hat irgendwie Sprengmunition verwendet, Nee, nee, das Kaliber war groß genug. ne? Geradeaus? Ja. Ja, erstmal raus. Erstmal eine Berge. Ja, ich bin ja mit dem kleinen Nelson auch letztens im Wald gewesen. Und, ja, also das Jagen liegt ihm nicht im Blut. Ist halt nicht jeder für gemacht, ne? Der konnte nicht, also ich weiß nicht, ich habe jetzt von einem Dreijährigen mehr erwartet. Der konnte die Waffe nicht mal richtig halten. Und was glaubst du, was seine Mutter mich zusammengeschissen hat, als er sich aus Versehen den Fuß geschossen hat? Ist der Fuß noch dran? Ja, also gepflegt, aber er ist dran. Naja. Ja, ihr wart doch nicht beim Arzt, das hast du auch selber gemacht, oder nicht? Das habe ich selber gemacht. Ja, Da siehst du. kenne ich ja nichts, ne? War doch bestimmt eh nur ein Durchschuss. Auf die Ja, kurze Entfernung. das war ganz sauber. Da ein bisschen Und Jod links. draufgekippt, ein bisschen einen kleinen Maischewickel rum und dann war die Sache gegessen. Das muss man selber heilen. Das muss man alleine. Ich meine, was dich umbringt, macht dich stärker, oder nicht? Ja, richtig. Lernen durch Schmerz. Ist das weit bis zu den Elchen? Ja, schon ein Stück. Aber schön. Hier hinten bin ich noch nie gewesen. Halt mal an. Wir holen erstmal den Campingspot in der Hoffnung, bei dir weiß ich nicht, ob der dann ins normale Spiel übernommen wird. Also ab hier gehen wir zu Aber Fuß weiter, ja? dann, naja, weil dann hast du nämlich schon mal einen Schnellreisepunkt. Ah.
ist halt auch, wenn du irgendwo, wenn du dann mal auch mal Solo spielst, geh ruhig mal immer zu diesen Fragezeichen. Weißt du, wen ich letztens wieder getroffen habe? Skittles. Der hat mir erzählt, dass er dich gesehen hat. Er war wohl in der Stadt gewesen. Und dann hat er dich gesehen und deinen Freund. Wie ihr was? Da. Ja, ihr habt euch irgendwie geküsst oder so, hat Skittles erzählt. Was erzählst du jetzt und schon wieder? er war nur auf Durchreise. Der wollte eigentlich nur ein Stück Butter holen. Für seinen Lebkuchen. Ich habe gedacht, um seine Cousine wieder einzuschmieren. Skittles lügt auch wie gedruckt. Was? Ich weiß ganz genau, was der mit seiner Cousine macht. Skittles lügt nie. Der hat mir immer die Wahrheit erzählt. Bist noch ein bisschen weiter rechts. Das ist halt ein Test, musst du demnächst, wenn du irgendwie nochmal am PC bist, guckst einfach mal, ob du dieses Camp dann noch hast. Nee, Skittles sagt immer die Wahrheit. Letztens zum Beispiel hat er mir gesagt, oder hat er mir erzählt, dass er Superkräfte gekriegt hat, nachdem er einen Pilz gegessen hat, den er im Wald gefunden hat. Und dann hat er mir den Pilz gezeigt, und dann habe ich den auch probiert, und danach konnte ich fliegen. Aber nicht lange. Wie ging es dir danach? Es ging, also das ist ganz schön anstrengend. Du bist danach sehr, fühlst dich kränklich. So. Und der Rettungsarzt, also der Sani, hat gesagt gehabt, dass ich das nicht nochmal machen soll. Und ich wohl fast gestorben wäre, aber was so ein wahrer Held ist. Guck mal, ob du hier an die Karte, ob du damit interagieren kannst. Ja, neue Entdeckung. Jagdkarte aktualisiert. Komm, setz dich mit mir ans Lagerfeuer. Nee, ich hab Angst, dass Skittles uns wieder beobachtet und erzählt er wieder Lügen. Nee, Skittles ist nicht hier. Der ist bei seiner Familie in Texas. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Das L-A-G-R-F-E-U-R-L-E-D-Lied. Hier sind schon die Elche in dem Gebiet. Na, man sieht hier schon diese Flächen, wo die immer aasen, würde ich jetzt sagen. F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. N steht für endlich, haben wir mal Spaß. Ganz friedlich und freundschaftlich. Los. Auf damit, Patrick, er hat Angst. Los. Patrick, so funktioniert das nicht. Schade. Können halt hier links oder halt auch rechts sein, ne? Ja, ich guck gerade. Wir haben gar nicht auf die Uhrzeit geguckt. 11 Uhr. Hä? Ist gerade mal 8:30. Manchmal hasse ich dich, ne? War in dem Spielen gerade ein Bellen oder war das bei mir draußen? Beim Spiel habe ich nichts gehört. Okay. So. Du hast jetzt natürlich kein Elchlockgerät dabei, ne? Auch noch klar. Funktioniert das mit dem Hirschlocker auch? Nein. Dachte ich mir. Ein ganz anderes Tier. Du Dussel. Hä? Die haben auch vier, also die sehen ja eigentlich gleich aus. Nur halt, dass ein Elch irgendwie dümmer aussieht als ein Hirsch. Die gucken halt irgendwie verpeilter. Oh, wo läuft denn hier meine Jagdtrophäe? Oh, ich hab ja. Sehe halt gar nichts, nicht ein Tier. Ich auch nicht. Ich hab hier herausgefunden, hier äsen
Elche, aber fast nie. Stand da. Hier ist ein richtig Sumpfgebiet, wa? Na, hätte ich das gewusst, hätte ich meine guten Gummistiefel nicht angezogen. Hier ist noch mal Elsen selten. Ich habe nämlich jetzt neue Gummistiefel. Die habe ich mir gestern gekauft von Calvin Klein. Und weil ich schon verdammt heiß aussehe in Gummistiefeln. Habe ich gedacht, warum nicht? Weird Flex, Bro. Ah, cringe. Ja, aber hätte ich das gewusst, dann hätte ich meine günstigen Gummistiefel angezogen. Die ich auch immer im Kuhstall anhab, weißt du? Ob sie Tiere juckt es, ob du mit Calvin Klein oder normalen Gummistiefeln rumläufst? Nein, mich juckt das. Das sind meine Aufreißgummistiefel. Damit mache ich mir die Chicas klar. Oder willst du das Geld jetzt die Cousine ausspannen? Er hat schon eine ziemlich nice Cousine. Die ist mindestens eine 2 von 11, ey. Hörst du das? Das Ehrlich männlich erschrocken. könnte ein T-Rex sein. Männlich erschrocken? Aber wir sind doch voll langsam. Und der Wind kommt aus deren Richtung. Was hat ihn Angst gemacht? Nee, das sind meine, Calvin Klein, das sind meine Aufreißer-Gummistiefel, wenn ich abends in eine Disse gehe. Ein bisschen abzappeln. Wie kann man nur so lost sein, ne? Okay, ich weiß schon mal. Nee. Willst du mitkommen zu den Elchen oder? Ach so? Oh Gott. Du hast eine Spur? Ja, also ich habe sie gehört. Okay, ich habe sie gesucht. Ich glaube, es sind die Richtungen, wo sie hingelaufen sind. Alter, das ist voll hoch. Ich habe Angst, dass ich runterfall. Oh, ganz vorsichtig. Huch. Wie kacken Elche eigentlich? Weiß ich doch nicht. Ich war also durch den Arsch ist klar, aber im Stehen wahrscheinlich. Aber wie sieht das aus, meine ich? Sind das auch so Kügelchen, die ich suche, oder ist das wie so ein Kuhfladen? Oder so ein Ich weiß es Pferdeappel? nicht. Hast du noch nie gefunden, Elchkacke? Nein, und wenn, habe ich, glaube ich, nicht so drauf geachtet. Okay, ich Google hab. doch mal, Patrick. Nee, ich dachte, dann Wie haben. kacken Elche durch den Arsch? Wenn Google das als Antwort geben würde, wäre das der Shit. Das wäre ja nicht mal gelogen. Wie kackt ein Elch durch den Arsch? Wow. Und dafür habe ich Biologieunterricht gehabt. Warum bin ich überhaupt zur Schule gegangen, wenn es Google gibt? Das ist echt so. Okay, hier ruhen die Elche Und fast nie. Geräusch? Veilchenende. Aber wo sind die denn hingelaufen? Nee, weil ich gucke gerade, ob man vielleicht so eine Spur mal findet. Also ich habe jetzt einmal Fußspuren gesehen in der falschen Richtung, aber von uns aus, also zu dem, wo wir hingehen. Du bist eine Spur. Du bist eine Spur. Du bist selber eine Spur. Du bist eine Tonspur. Du bist eine Kackspur. Oh, du bist eine Randspur. Du bist eine Pipi-Spur. Du bist ein Toilettentieftaucher.
Ja, jetzt kommen die harten Geschütze, mein Freund. Ich mach dich verbal fertig. Wo sind die Viecher hingelaufen? Ich hab Wildente. keine Ahnung. Ich gucke auch immer mal wieder durchs Fernglas, aber die sind bestimmt im Wald gelaufen. Oder auf den Baum geklettert. Hast du mal nach oben geguckt? Ne, das stimmt. Da habe ich jetzt nicht geguckt. Vielleicht sind wir schon längst dran vorbei, aber die sitzen da oben jetzt und lachen uns aus. Guck dir mal die Idioten an. Guck mal, die dummen Jäger. Schwingt so ein Elch hier an so einer Liane vorbei. Eine Liane Also im ich muss Nadelwald. sagen, du wurdest gerade runtergeregelt beim Lachen. Echt? Das kann aber auch an Discord liegen. Das muss doch an Discord liegen. Das ist nicht möglich. Neues Mischpult, neues Mic. Sind wir noch ansatzweise zusammen? Ja. Ich hab ein. Kannst du meinen Ping jetzt sehen? Ist ja deine Map. Da sind zwei. Ich habe einmal einen erwachsenen Elch mit zwei Punkten. Und einen weiblichen Elf. Oh, Elch. Ein Elf. weiblichen Elf. Das sind Weihnachtselche. Die Was helfen dem. hatten ihr da, dem fucking Weihnachtsmann? Die helfen dem Weihnachtsmann. Ich habe zwei Elche gefunden. Ein Männchen, ein Weibchen. Ich würde gerne das Weiß ich Männchen nicht. schießen. Oh, hier sind ganz viele. Oh, ich gehe mal ein Dann bisschen. ist ein erwachsenes Weibchen. Das Dahinter ist ist jung. ein Männchen mit zwei Sternen. Ja, das habe ich schon gesehen, das ist meins. Ein junges Weibchen. Drei Stück habe ich bis jetzt gesehen. Vier. Das sind vier. Die anderen sind hier direkt hinterm Hügel. Aber ich habe noch keine klare Sicht auf das Männchen. Oh, hier sind noch mehr. Da geh nicht zu dicht dran. Junger Elch männlich. Bin auf dem Weg zu dir. Erwachsener Elch. Alter, sind hier viele. Jung. Ein Stern. Ist ja zwei Sterne ausgewachsen oder Wieso hauen die ab? Was hast sind du die gemacht? erschrocken? War nix. Die eine ist verbuggt, dann knall ich die schnell ab. Bevor die weg ist. Nein, sie Dann hat sich freigespielt. ist auch noch was. Sieht aus wie Ja, ein Weibchen. ich weiß nicht mehr, welcher wie Und alt ist. weiterlaufen. Wo bist du denn überhaupt? Bin schon hier runter. Jetzt gerade. Ach, hier vor mir. Oh, hätte ich mal nicht auf dich gewartet. Du scheiß Anti-Mate. Dein 300 Meter ruhig Weibchen. Hättest doch auch von da hinten schießen können. Den hätte ich jetzt eine Trophäe gehabt mit zwei Sternen. One Shot. Hey, hier sind Jagdstufe 6, ne? Nicht 5. Ja, aber Rückgrat und Blattschuss zählt das nicht trotzdem? Klar. Wenn es so weit reingeht. Klar. Glaube jetzt mal noch langsamer. Wie läuft man noch langsamer? Steuerung drücken einmal. Wow. Okay, cool. Männlich 100 Meter. Oh, ich muss weiter nach links laufen, sonst sehe ich nichts. Bin, glaube ich, viel zu dicht dran, wenn ich hier jetzt den Hügel weiter hochlaufe. Also, die sind genau hinterm Hügel, ja? Ich glaube ja. Ja, ich sehe einen. Er guckt, nicht bewegen.
Ich so, ach da ist ein Weibchen. Ja, ist ein Männchen. Ich sehe ein Weibchen. Okay, ich sehe ein Männchen. Achso, da hinten. Nee, ich habe den, der ganz dicht ist, der uns schon anguckt die ganze Zeit. Der hat aber nur einen Stern. Das ist ein Männchen, das sieht für mich aus wie ein Weibchen. Das unter dem Baum? Ich, ja, jung, männlich, ein Stern. Ja. Alarmiert. Guck weg. Woher weißt du, dass der alarmiert ist? Ich kann das nicht sehen. Ich habe das Fernglas geguckt. Ja, ich auch. Und dann drückst du Q, dass das Jagdgespür aktiv ist. Hab ich. Dann bei mir und ganz unten alarmiert. Okay. Ja, Patrick, mach dir nichts draus. Du bist ja noch nicht zum Jagdgeben drin. Vielleicht würde ich den... Erschrocken. Oh, warum? Warum? Keine Ahnung. Den knall ich jetzt ab. So sieht die doch aus. Hier, Flinte raus und... Nein! Laufen Sie hin nach den... Ach, das ist doch ärgerlich. Die laufen wieder nach rechts. Rechts lang. Jetzt wird es halt noch schwieriger, ne? Mhm. Erstmal musst du die im Wald sehen. Denn mit den ganzen Büschen, Bergen, Hügeln, Klippen, Wasserfällen, Tsunamis, da musst du erstmal dicht genug rankommen. Männlich, erschrocken. Jetzt sind die rechts von uns. Weil die mich... Die verarschen uns. Alter, das sind mega viele. Das sind nicht die, die wir eben hatten. Nein, die machen nur immer wieder neue Geräuschspuren. Das sind nicht so viele. Dann laufen die jetzt nach links wieder, ja? Mhm. 250 Meter weit weg. Alter. Denkst du immer wieder von vorne... Wie, vor allem, wie hören die uns? Wir gehen geduckt. Oh, oh. Wollen wir erstmal Wapiti schießen? Warte, ist da was Besonderes dabei? Ein Sternemännchen. Weiblich, Alter, erwachsen. Hier, ne? Erwachsen. Gar kein Stern. Ein Stern. Aber auch erwachsen. Auch ein Stern. Wollen wir von hier einfach raufschießen oder willst du wandern? Oh, hier sind ja noch mehr. Mhm. Ein Stern. Noch ein Stern. Guck mal, da stehen welche wie Zwillinge. Die knallen wir jetzt ab. Ich den vorderen, ja, du den hinteren. Okay. Okay, er läuft. Bist du weit? Warte. Ich muss, ja, ich muss warten, bis er stehen bleibt. Meiner ist Meiner läuft auch. Okay. Okay, also ich nehme den rechten, ne? Ja, und ich den linken. Gut. Eins. Drei, zwei. Eins. Feuer. Vergiss nicht, deine Blutspur zu markieren. Ja, yep. Diesmal habe ich dran gedacht. Können wir hier rein, ohne zu ertrinken? Ich gehe dir einfach mal nach. Was soll mir passieren? Deswegen kann ich nicht laufen. Das Wasser ist mega klar. Hier ist ein Kaki. Oh, ich mag Kaki. Ich habe jetzt extra kein One-Shot gemacht, um dich nicht so schlecht dastehen zu lassen wie letztes Mal, wo ich direkt zwei hintereinander gemacht habe. Jo, fette Blutspur. Rosa. Viel Blut, Luftblasen. Luftblasen. Zeit bis zum Ablauf langsam. Distanz bis Ablauf 0 bis 50. Das ist meins. Da ist meins. Geh mal weg, ja. Okay, das ist auch meins. So, weiter gehe ich nach. Mir wird nichts angezeigt.
Meinst du, die laufen zusammen? Nicht? Ich verfolge gerade eine Spur. Okay, warte, dann geh du mal die lang. Ich gucke jetzt noch mal, ob ich noch eine andere finde. Okay, ich habe hier ein Tier gefunden. Deins oder meins? Meins. Schön, wie immer. Das freut mich für dich. Beide Lungenflügel und Hauptschlagader. Schön für dich. Das meine ich ernst. Oh, ich Ja, habe. genau. Ist das? Nee, das sind Fußspuren. Das sind Fußspuren. Auch Fußspuren. Na, jetzt muss ich wieder zurückgehen und die Blutspur nochmal angucken. Das behalte ich. Also, ich habe meinen erlegt. Hier. Und er ist hochgelaufen. Hier. Dann ist er nach hier gegangen. Und hier wird mir nichts mehr Das, dann angezeigt. ist hier so was. Was, Dann Blut? hier, ja. Das wird mir nicht angezeigt. Ich sehe hier nichts. Hier. Ey, das ist voll frech. Hier. Okay, du bist mein Fährtenleser. X. Also meins war irgendwo hier ein bisschen weiter rechts. Weil ich bin nämlich hier hinten, bin ich einer Spur hinterhergelaufen. Ja, genau, aber jetzt musst du dieser Spur hinterherlaufen, weil ich kann die nicht sehen. So, warte mal. Hier haben wir das. Zack. 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 Fußspuren. Das hier oben. Das sind auch nur Fußspuren. Ja, ich kann nämlich auch nur diese eine große Blutpfütze sehen, die beim direkten Treffer war. Hier am Baum ist jetzt wieder was. Dann sehe ich die hier und Hier. nach der hier vorne sehe ich schon gar nichts mehr. Hier. Nur Hier. Spuren, also Fußspuren. Und die hier kann ich noch Hier. sehen. Laut der wäre er hier lang gelaufen. Aber hier sehe ich halt nichts mehr. Los, Martin, such mein Waipiti. Waipipi, Waipiti. Hier. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ja, ich habe jetzt auch die Blutspur gefunden, die knickt nämlich auch ab. Hier hinterm Gebüsch ist er. Martin? Wo Ja. bist du? Ich habe mich verlaufen. Nein. Ah, Jetzt siehst du jetzt sehe mich ich wieder. dich. Komm zu mir. Ist ja faszinierend. Habe ich die Spuren übersehen oder konnte ich die echt zeitweise nicht sehen? Kann sein, dass du sie übersehen hast. Oh, alter Button-Okolyp, oder? Was haben wir denn da erwischt? Oh, so knapp. Den linken Lungenflügel, die Hauptschlagader und ich hätte beinahe das Rückgrat erwischt. Also hat echt nicht viel gefehlt. Was kriegst du dafür, wenn du es verkaufst? 511 Tacken. Die nehme ich. Kannst dich verkaufen. Hallo. Doch, kann sein, dass du nochmal zumachen musst und das nochmal das Tier mit E auswählen musst dann. Okay, ich habe hier kein Tier, aber ich kann was auswählen. Hallo?
Untersuchen? Mittlere Menge Blut? Also bei mir liegt's ja. Ja. Bin mal von hier, wo Ah, ich hier stehe. ist gerade vom Himmel gefallen. Multiplayer in a nutshell. Ich kann es immer noch nicht verkaufen. Was ist das? Okay, warte. Ich gebe dir noch mal einen Moment. Er babbelt ja hier noch. Jetzt ist er wieder weg. Bei mir ist er jetzt ganz weg. Ich habe jetzt hier noch Blut. Kommt er jetzt noch mal vom Himmel? Ja, gut. Das wären meine 511 Mäuse gewesen. Multiplayer funktioniert halt echt nicht so gut, ne? Nee. Also, gut. Ich sehe dich auch schon wieder nicht. Hallo. Ach so. Ja. Vielleicht beim nächsten Mal. Was aber auch nicht. Ich hab Maultierhirsche. Wo? Zwischen 445 und Norden. 400. 445? 345. 345. Oh ja. Die kriegen wir doch von hier weg. Also von dir. Ich komme runter. Das wird ja wohl diesmal kein Problem sein. Wird das Männchen? Nee. Muss erst mal durchgucken. Ein Sterne junges Männchen, das lasse ich in Ruhe, das ist in der Mitte. Weibchen, jung. Weibchen erwachsen. Also wir müssen die zwei links wegnehmen, das Weibchen und das Männchen. Okay. Ich würde tatsächlich gar nicht so gern so dicht rangehen diesmal. So, wer schießt aufs Weibchen? Mir egal. Okay, nehme ich das Weibchen, du das Männchen? Okay, ich laufe auch noch mal ein Stück links. So, ich könnte. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Markierung dahin zaubern. Ich dachte gerade, eins ist schon umgefallen, aber. Okay, das war doch ein sauberer Schuss. Nicht so langsam. Ah. Eine Hocke kannst nicht laufen, ne? Hehe. Überholt. Das ist ein Wettlauf gegen die Zeit, mein Freund. Ich hab Zeit. Ja. Hier ist auch schon Blut. Okay, dann muss ja das hier von mir sein. Rein theoretisch, ne? Kleine Menge Blut, klar, das können wir schon mal vergessen. Das Vieh stirbt nicht. Kleine Menge Blut, klar. Okay, also wenn ich der Spur hier folge, komme ich hier hin. Hast du noch eine Spur? Also weil die würde, wenn ich jetzt der hier folge, ob Was das steht, was hat denn deine Blutspur für Eigenschaften? kleine Menge Blut, klar. Sind nicht tödlich. Nee, aber hier ist ja noch eine Blutspur. Kleine Menge Blut, klar. Ah, das sind beides die Einschüsse. Ich glaube schon, ja.
Dann sind die beide gleich schlecht. Ja. Könnten halt versuchen, sie zu verfolgen, aber Gott weiß, wie lange du dann halt wieder unterwegs bist, ne? Warte, bleib stehen, bleib stehen. Er guckt hierher. 275. Okay, warte. Was? Ach so. Jung. Okay, ich nehme den links vor. Nehme ich den rechts. Nee. Erwachsenes Weibchen da. Okay. Halt, stopp. Geballtes Gewehr. Wie weit ist das? Jetzt läuft mir da wieder andere Viecher davor. Ich habe gar nicht geguckt, wie weit das ist. Falsche Taste. Hey, ich habe kein Bildschirm. Was? Nein, nein, ich habe dieses blöde Menü hier. Ich kann nichts machen. Welches Menü? Ich habe ein Standbild. Karte, Ziele, Enzyklopädie, Charaktere, Spiel. Ganz oben auf dem Berg. Okay, warte, ich Bin der komme. Jagdhütte gespawnt? Ja. Oh Gott, da habe ich ja ein paar Meter, ne? Stehen die immer noch da? Ja. Okay, ich laufe zu dir. Hoffe ich. Ich nehme das Auto. Nein, ich bin schon auf dem Weg. Ich bin gleich da. Aber du kannst auch ein bisschen weiter nach rechts laufen. Kannst einfach auf die Map gucken. Da siehst du mich ja auf Tab. Ich laufe doch gut. Ich sehe dich schon. Juhu. Jetzt paar, der aus dem Dschungel kam. So, ich muss jetzt erstmal noch zu dir kommen. So, auf der Höhe, damit ich weiß, von wo ich schießen kann. Ich stand ja hier auch einfach obvious. So, ich muss jetzt noch mal gucken, welchen ich ballern kann. Sehe hier von mir aus gerade gar keinen mehr. Wie? Da habe ich zu viel Busch dazwischen. Ich sehe hier noch was. So, das ist ein männlicher Maultierhirsch. Das Weibchen guckt, ist auch männlich. Erwachsen. Okay. Pass auf, denn rotze ich jetzt das Männchen weg. Auch noch ein Ziel. Links von dem Männchen, direkt daneben, ist noch ein Weibchen. Das ist auch erwachsen. Ne, warte, das ist das Männchen, was er mir anzeigt. Das ist weiblich. Weiblich, ganz links. Siehst du die? Weiblich erwachsen. Müsstest Ja. du von dir aus gut sehen können. So, hier so 200 Meter. Ist das jetzt hier das Männchen? Kopf ist unten. Ich brauche noch einen kleinen Moment. Ja, also ich könnte. 3, 2, 1. Ich habe den viel zu weit oben erwischt, glaube ich. Glaube ich auch nicht gut getroffen. Aber noch einen Fehler gemacht. Ich habe gar nicht gepinkt. Aber diesmal weiß ich, wo er stand.
Da so, ich sehe sogar die Blutspur von hier, wo ich getroffen habe. Kleine Menge Blut, klar, ja, war ja wieder klar. Ja, pass auf, pass auf. So. Kleine Menge Blut, rot und klar. Warte mal, ich habe hier mittlere Menge Blut-Luftblasen. Oh, oh, oh. Ah. Oh. Hier direkt rum jetzt. Okay, das wird mir wieder nicht angezeigt. Du sicher dann ziehen. Kleine Menge Blut klar. Kleine Menge Blut klar. Kleine Kleine Menge Menge Blut, Blut, klar. klar. Ah. Liegt mitten im Fluss. Deins Ja. ist tot. Okay, dann ist meins also weggelaufen wieder. Oh.